Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Ich komme gleich. Jetzt bin ich da. Heute wieder die Beantwortung einer Zuschauerfrage und sie kommt von Matthias. Und Matthias möchte wissen, moin Herr Kammerer, Sie bieten das Futter von der Serie Nummer 2 im Mix aus Swim und Sink an. Warum wird das in Nummer 1 nicht auch so angeboten? Zweite Frage, bis vor kurzem habe ich bei 20 Fischen im Schnitt 45 bis 50 Zentimeter 4x100 Gramm Number One gefüttert. Jetzt auf 3x100 Gramm reduziert, da der gesamte Teichboden zugekotet war. Ist das ein Zeichen für schlechte Futterverwertung oder zu viel Futter? Nach der Reduzierung der Futtermenge ist das besser geworden. Mit freundlichen Grüßen, Matthias. Ja, Matthias, die erste Frage kann ich dir ganz einfach beantworten. Es ist witzig. Momentan sind die Tüten fertig geworden. Und wir werden in Kürze das Number One auch als Mix anbieten. Wir haben es seither nicht gemacht, einfach der Komplexität wegen, weil wenn man das noch und das noch und das noch und das noch und das noch, dann hat man irgendwann mal einen riesen Puff aus verschiedenen Futtersorten und Mischungen. Und das bedeutet nachher im Umkehrschluss wieder, dass da die Frische drunter leidet. Da müssen Sie drüber nachdenken, da ist wirklich was dran. Würden wir jetzt auch noch von jedem Futter 8 verschiedene Pelletgrößen anbieten, dann hätten wir irgendwann mal so viele Futtersorten, dass wir die Frische, für die wir eigentlich bekannt sind und berühmt sind, die könnten wir dann nicht mehr gewährleisten. Aber jetzt haben wir wieder so ein einen neuen Meilenstein erreicht, was die Futtermenge angeht, die wir verkaufen und können jetzt auch das Number One Mix anbieten. Jetzt machen wir mal überschlagsmäßig. Du hast circa bei 20 Fischen hast du 40 Kilo Koi in deinem Teich, 4x100 Gramm Number One. Das heißt, dass du ungefähr 1%, nicht ungefähr, sondern 1% zufütterst. Das klingt mir jetzt nicht sonderlich viel, hängt jetzt natürlich auch von der Wassertemperatur an. Futterverwertung ist die individuelle Genetik des Koi. Ja, und Karashi hat mit Sicherheit eine bessere Futterverwertung als ein Gosanke. Liegt auch an der Wachstumsgeschwindigkeit und der Gewichtszunahme oder Geschwindigkeit der Gewichtszunahme. Dann haben wir natürlich das Futter. Da ist unser Futter eigentlich spitzenmäßig, was die Verwertbarkeit des Futters angeht. Und dann, ganz wichtig, haben wir natürlich die Umweltbedingungen und da, was bei Stoffwechsel, bei wechselwarmen Tieren natürlich maßgeblich ist, die Wassertemperatur. Je höher die Temperatur, desto besser die Futterverwertung. Und jetzt haben wir in diesem Sommer wirklich den Effekt, und das wollte ich habe ich heute Morgen wirklich unter der Dusche, ich schwöre, voilà, billa, unter der Dusche darüber nachgedacht, dass man das mal wieder als Hinweis geben kann. Viele haben ihre Futtermenge jetzt immer mehr gesteigert, gesteigert, gesteigert. Die ersten Teiche gingen auf 7, 28 Grad. Einer hat mir sogar von 29 Grad berichtet. Dem habe ich aber empfohlen, weil die ganzen Umgebungsbedingungen gar nicht dazu gepasst haben, habe ich empfohlen, mal ein zweites Thermometer zu Rate zu ziehen, um zu schauen, ob die 29 Grad tatsächlich passen. Und wenn wir uns jetzt überlegen, alle 10 Grad verdoppeln oder bei absinkender Temperatur halbiert sich die Stoffwechselaktivität bei Koi, dann darf man nicht vergessen, es ist jetzt wieder kühl geworden. Es ist in beiden Teilen der Republik kühl geworden. Und jetzt muss ich mal gucken, von wann deine Frage ist, vom 14. Juli. Und das war auch die Phase, wo es schon wieder kühler wurde. Dann dürfen wir nicht vergessen, wenn wir jetzt eine Futterquote für 7, 28 Grad angelegt haben und die Koi haben es gut gefressen und wir senken die Temperatur jetzt wieder, dann kann natürlich der Effekt tatsächlich kommen, dass plötzlich Kot auf dem Boden liegt, weil es die Koi einfach nicht mehr so gut verwerten können. Und ich habe es Ihnen schon gesagt, auch hier bei konstanten Temperaturen, bei mir in der Anlage, wo ich gerade kleine Koi großziehe, die demnächst in die Auktion gehen, da habe ich auch eine 1%ige Steigerung der Futtermenge jeden Tag, jeden Tag, jeden Tag. Das ergibt 1,5%, das ergibt in der Woche die 10% Steigerung, die man eigentlich in der Aufzucht empfiehlt. Wir müssen ja überlegen, wir produzieren ja einen Teil des gefütterten, das Futter wird ja Fisch, somit nimmt die Gesamtmasse der Koi in einem Becken zu. Und das wiederum bedeutet, dass wir auch die Futtermenge langsam steigern müssen. Und da ist eine Faustformel, sind circa 10% pro Woche. Aber auch hier spielt natürlich die Genetik wieder eine Rolle, die Jahreszeit spielt eine Rolle, es spielen viele Faktoren eine Rolle. Und so kann es sein, dass die tägliche 1,5% irgendwann mal, weil das ist Zinseszinsrechnung, dass es irgendwann mal zu viel ist. Ja? Und dieses zu viel kann dann wieder bedeuten, dass es zu Lasten der Futterverwertung geht und dass die Koi nachher einfach mehr ausscheiden. So, und das erkenne ich, wenn dann plötzlich so kleine süße Kotwürstchen im Becken schwimmen. Und wenn ich die sehe, reduziere ich sofort wieder die Futtermenge. Mache ich wieder manuell runter, was meine 1,5% Progressionssteigerung lasse ich. Und dann gucke ich, wie entwickelt sich wieder die Kotausscheidung, die Wasserklarheit. Und
Gegebenenfalls muss ich dann ein, zwei Wochen später wieder reduzieren. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt. Wir dürfen die Koi nicht zwingen zu fressen, sondern die Koi müssen das gerne nehmen und müssen es auch gut verwerten. Nur die Schwierigkeit, je mehr Koi im Becken, desto größer ist die Futtergeilheit, desto größer ist die Gier. Und da habe ich manchmal das Gefühl, werden Koi zu Labradoren, die einfach, oder zu Beagle, die einfach kein Ende, kein Maß kennen, was einfach dann ein maßloses Gefresse ist. Und das tut denen auch nicht gut. Und drum, in so Aufzuchten, immer Fisch angucken, Wasser angucken, das Verhalten der Koi angucken, Körperform der Koi angucken und dann immer gucken, dass man so viel füttert, dass sie sehr gut wachsen, aber keinesfalls überfüttert. Ja, auch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Und jetzt dürfen wir eins noch nicht vergessen bei dir im Teich. Ich kenne Bestände, mit, so wie du beschreibst, die kann man mit 1,5% zufüttern und die wachsen. Und dann gibt es Bestände, denen kann man maximal 0,7 oder 0,8% geben und mehr nehmen die gar nicht, aber die wachsen witzigerweise genauso gut. Und jetzt sind wir wieder beim Thema Biologie. Wir haben es hier nicht mit Forellen oder Karpfen zu tun, die Zuchtforellen oder Zuchtkarpfen, die genetisch alle relativ gleich sind, wo man diese starken Schwankungen, die Variabilität überhaupt nicht besitzt. Wir haben es mit Koi-Zuchtformen zu tun, die alle eine relativ spezielle Genetik haben. Also es ist natürlich immer noch die gleiche Fischart, man kann die auch alle miteinander verpaaren. Das ist nicht das Thema. Aber wir haben von schlecht wachsenden bis mittelgut wachsende bis sehr gut wachsende und das auch innerhalb einer Varietät, weil wir dürfen ja nicht vergessen, die Koi werden ja in allererster Linie nach Schönheit selektiert und die Körperform, was ja nachher auch die Futterverwertung maßgeblich mit beeinflusst, die ist ja dahinter. Und das ist wieder die Biologie. Ja, beim einen gibt 1 und 1 3, beim anderen, der vielleicht super Genetik, eine super Genetik im Teich hat, die super wächst, da gibt dieses 1 und 1 10. Beim anderen 0 will ich nicht sagen, aber gibt 1 und 1 1 und nur in wenigen Fällen wird 1 und 1 wie in der Mathematik tatsächlich 2 ergeben. Ja, auf jeden Fall bist du gut beraten, kann ich dir nur sagen, wenn du von 400 Gramm auf 300 Gramm runtergehst und wenn dann der Kot verschwindet, ist es auch ein Zeichen dafür, dass die Koi es jetzt sehr viel besser verwerten. Ja? Dass das Nummer 1 daran liegt, das halte ich für äußerst unwahrscheinlich. Ich halte es nur in dem Fall für wahrscheinlich, wenn du gerade eine Umstellung auf Nummer 1 gemacht hast. Wir haben da die maximale Menge an Mikronährstoffen drin. Das heißt, die Darmtätigkeit wird maximal angeregt, die Darmflora wird maximal angeregt und das kann bei einer Umstellung von einem anderen Futter, also von einem Konishi-Futter, von der Nummer 2 oder Nummer 3 auf 1, ist der Effekt geringer, als wenn du jetzt von einem anderen Futter ohne Mikronährstoffe auf die Nummer 1 gehst, dann kann es wirklich sein, dass 4, maximal 6 Wochen lang dieser Effekt da ist und da merkst du einfach, es passiert was. Da hatte ich eben letztens einen Kunde hier, der hat mir das genauso erzählt, der hat auf Nummer 1 umgestellt und jetzt ist überall Kot. Sag ich, das ist geil. Und das ist insofern geil, weil wir merken, es passiert tatsächlich was. Wenn ich von A auf B umstelle und ich sehe keinen Unterschied, die Koi fressen so gut, Kot ist alles gleich, da ist ja nichts passiert. Ja, aber wenn ich wirklich sehe, es passiert was, vielleicht erstmal ein negativer Effekt mit der starken Kotausscheidung, aber plötzlich, und das geht wirklich plötzlich, innerhalb von ein paar Tagen, merken Sie, Kot ist weg, Teich ist glasklar und Sie haben richtig geil muskulöse Koi. Also, ich habe dir deine Frage jetzt nicht auf den Punkt beantwortet, aber dir die Richtung gegeben, wo du jetzt vielleicht siehst, was könnte es bei dir sein, was diesen Effekt ausgelöst hat. Vielen Dank für deine Frage, Matthias, und bis zum nächsten Blog. Wenn Sie Fragen haben, einfach schicken. Ciao.